Mehr kann ich mit dem Fernglas doch nicht machen, oder? Es war ja nur das. Obwohl den Wachturm. Warte, was hat er nochmal gesagt? Lok 2, 0142. 0142, eine Aufbereitungsanlage. Ja, Weitere warte. Technik. Was ist, wenn wir uns den Wachturm, den da oder den da? Hat jetzt gesagt, den da. Und dann 0142. Nicht so weit. Nee. Vielleicht doch das da? Nein. Gibt's da noch einen Wachturm? Den da? Das gibt aber doch nicht mehr, oder? Ich will jetzt nichts verpassen, deswegen. Aber ein Wachturm gibt es doch außer dem da und dem da nichts. Was so ähnlich sein könnte. Ach da! Das scheint der Ort Hm. zu sein, den Salvador Da beschrieben hat. hinten. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt. Okay. Nicht 0142. Vielleicht doch wieder 1 4 9 5. Nee. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Okay. Die Rohre sind fest verschlossen, kein Eindringen möglich. Was ist denn dann? Aber der hat doch 0142 gesagt, oder? Lok 2, 0142, eine Aufbereitungsanlage, nah am Dschungel gelegen, aber weit umzäunt, mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. 0142, hat er gesagt. So, das heißt, das ist schon richtig da. Aber ich hatte es doch eben auf 0142, oder? 1, 4, 2. Hm. Was nehmen wir denn sonst? Zwei, vier, eins, null vielleicht? War verschlüsselt. Andersrum halt. Das. Nee, auch nicht. Wie wär's mit 4, 2, 0, 1? Komm. 0, 2. Er hat's verschlüsselt. Null, eins, vier, zwei. Was ist, wenn ich das einfach drauf rechne? Oder abrechne? Vielleicht denke ich schon wieder zu kompliziert. 0, 1,
4 davon abziehen. Und 2 davon abziehen. Ah, nicht. Und draufrechnen. Nix drauf. 1 drauf wären 5. 4 drauf und 2 drauf wären. Nee. Wären 100er drauf, wären. Auch nicht. Ah, ich glaube, Boris, da verpasst du gerade nichts. Er hat's verschlüsselt, hat er gesagt. Ich hatte das und habe jetzt 0142. 0142. Wie mache ich das? Zähle ich das drauf? Zähle ich das runter? Habe ich beides probiert? Umdrehen habe ich auch probiert. Schief durcheinander habe ich auch probiert. Die 1495 habe ich auch eben gehabt, ja. Probier es mal nochmal. Das bringt mir auch nichts. Was ist, wenn ich... Ach. 1 4 2. Wenn ich da einfach erstmal ein anderes Stück vom Wachturm. Auch nicht, ne? Davor, dass man da hingucken konnte. Nee, nee, nee. Ich muss da oben den Wachturm. Ich hab mir gedacht, dass er vielleicht dann noch eine Nachricht irgendwo hat. 0142 hat er gesagt. 0142. Was heißt denn 0142? Dadurch zoome ich ja, das ist es ja. Mit was anderem kann ich, glaube ich, nicht mehr. Zoomen. Ich kann das höchstens hochstellen, aber... Warte, was zeigt der mir dann denn genau an? Das... Minus... Minus... Und das? Was zeigt er mir hier an? B und X. Okay. Aber ich will ja irgendwie da was sehen. Was für ein Unterschied macht denn das? Ist auch 432%.
muss x 100% sein. Ja, Frage ist, das zeigt er ja auch, doch jetzt hat er eine Veränderung drin. Ich habe eben auch schon überlegt, ob das x 142 sein muss. Boah. Sinifini, danke für den Host und willkommen. Wie wäre es denn, wenn man das hochstellt? Wie verändert sich das? Ah, wieder 432%. Ich glaube, das ist nicht abzuschätzen, wie sich das verändert. Oder? Ist das jetzt wieder? Nee. Also das hat nichts mit dem zu tun. Das sind ganz unterschiedliche. Das kann ich nicht verstellen. Ich kann nur die Zahlen verstellen. Ich kann da drauf klicken, falls er irgendwas hat. Ich kann da drauf klicken. Und ich kann wieder rausgehen. So, nochmal. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Ja. Okay. Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Okay. Und ich habe die Nachricht. Log 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah am Dschungel gelegen, aber weit umzäunt. Mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. Kann man aber auch nichts lesen, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber er hat 0142 als einziges. Das ist das die einzige Zahl, die ich habe. Da sehe ich nichts. Woanders auch nicht. Guck mal, das ist ein Heli-Landeplatz. Aber einen anderen Wachturm haben wir auch nicht, ne? Nee. Muss ich das verstehen? Es ist zu spannend. 3591. Vielleicht eine Zahl unter dem. Das könnte. Ich probiere sowieso jetzt alles. Also da. Dann haben wir jetzt erstmal 3591. Also 3591. Wie kommst du noch auf 3591? Wie kommst du auf 3591? Echt? Warte. Wo und wann? Log 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah am Dschungel gelegen, aber weit umzäunt. Mit wenigen Verletzungen. Ein weiteres Problem okay. Ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde mir näher. Ja, okay, das mal. Ah, okay. Klar, okay. Klar, als B. Ja. Die Wachmänner stehen in permanentem Funkkontakt zueinander. Der Turm ist rund um die Uhr besetzt. Der Aufstieg ist zu hoch und zu steil. Bis ich oben bin, hätte man mich schon entdeckt. Okay. Log 3,
0446. Der Wachturm ist ein Problem. Zusätzlich kontrollieren Wachmänner den inneren Bereich. Eine Patrouille beginnt bei den Garagen, passiert dann zu ihrer linken Seite den Heliport und schließt bei der Brücke ab. Ich sollte mir die Fahrzeuge ansehen, die sie unterwegs passieren. Vielleicht kann ich ihnen da auflauern. Okay, dann bräuchten wir es fürs nächste. 2897. Die Fahrzeuge. Das sind ja nur die hier, ne? Was war das? 2897, ne? Nicht? Wo muss ich denn dann? Hier ist der Heliport. Das sind die Fahrzeuge, oder nicht? Achso, warte, erstmal einstellen. Bevor ich es vergesse. 2, 8, 9, 7. Das sind doch die Fahrzeuge. Oder den Heliport halt. Was anderes hat er nicht erwähnt. Oder habe ich dann noch mehr Fahrzeuge? Bin ich da irgendwo? Oder meint er... Nee. Warte. Lok 3, 0446. Der Wachturm ist ein Problem. Zusätzlich kontrollieren Wachmänner den inneren Bereich. Eine Patrouille beginnt bei den Garagen, passiert dann zu ihrer linken Seite den Heliport und schließt bei der Brücke ab. Ich sollte mir die Fahrzeuge ansehen, die sie unterwegs passieren. Vielleicht kann ich ihnen da auflauern. Beginnt bei den Garagen. Zu ihrer linken Seite den Heliport und schließt bei der Brücke ab. Richtig? Ah, das sind die dann. Das sind Boote. Drei Boote brachten Indis und einen Assistenten. Okay. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Dann haben wir gleich 11:52. Lok 4, 0712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude. Wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Nochmal, warte. Lok 4, 0712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude. Wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Okay. 11:52. Erstmal einstellen. Ach komm, ein zweit. 52. So, da wo sich die Flügel kreuzen, das ist dann da. Der Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Aha, der Algenbehälter. Ich nehme an, Fays Plan ist damit gescheitert. Bent! Ich habe die Alge gefunden. Sie ist tatsächlich bei Indis im Büro. Und wie kommen wir jetzt dahin? Nicht hetzen. Ich arbeite dran. Hm? Seine Tage sind gezählt. Lok 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Okay. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. A, B, C. Oh mein Gott. A, B, C, 0. Okay, gleich. Erstmal einmal gucken. Die Rohranlagen. Gehen da. Da muss es ja da sein, oder?
Katharinchen, danke für den Host. A, B, C, 0. Wir haben ein bisschen voll gekritzelt, ja. Kriegen wir noch hin. So, wir haben das als letztes gehabt. Wir haben davor 28, 7 gehabt. Muss ich nicht alle zusammenzählen? Doch, ich muss alle zusammenzählen, oder? Warte, das war A, B, C, D. Browser, danke für den Zap. Nimm dir einen Pilz. Bist sozusagen, jetzt hast du einen Pilz. Und bei uns im schönen Schlümpfenden. Ist der letzte Buchstabe nicht ein D? Ja, habe ich eben auch gerade gesehen. A, B, C, D. Aber was ist A, B, C, D? Ich hätte jetzt gesagt, das erste von A, das zweite von B, das dritte von C und das vierte von D. Wenn man das so nehmen würde, wäre das hier A. Kann ich auch einstellen, warum schreibe ich mir das auf? Wäre 1a. B wäre 5. C wäre 9. Und D wäre 2, oder? Nee, ist es der denn? Oder ist es das? Das ist doch das Rohrsystem, ne? Das verläuft da dran vorbei und da hinten rein, oder nicht? Oder meint er? Doch, das hätte ich jetzt gesagt, das da hinten. Das meint er. Warte, ich höre mir das letzte nochmal an. Log 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus Ahoi, bis in den Browser. Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Ich muss mir das gleich nochmal anhören. Browser, erstmal schön, dass du aus dem Lurk wieder raus bist. Und ja, jetzt bist du eine Schlumpfenbrause. So, nochmal. Log 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang Ja. zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Okay, am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Also, das Rohrsystem, was bei den Kühltürmen und der Aufbereitungsanlage vorbeigeht, das sind ja die Kühltürme und die Aufbereitungsanlage. Ne, die Aufbereitungsanlage ist hier. Ente, 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 Ente. Hallihallo, Pixie. Ein wunderschön. Oder meint der dann einfach nur das da? Muss doch da hinten dann irgendwo sein, oder? Eigentlich? Oder ist das die Aufbereitungsanlage? Das muss doch da hinten irgendwo sein.
Danke, Cindy, wünsche ich dir auch. So, warte. Ich muss jetzt dieses Rätsel da lösen, ne? Ich habe als I habe ich A, B, C, D. Und ich habe die Buchstaben aus dem Einzelnen da eingetragen. Oder meint er damit was anderes? Und Frage ist, normalerweise muss das ja dann da hinten irgendwo sein. Ich hätte jetzt gesagt dahinter. Da sehe ich das falsch. Warte, die. Das ist. Ach nee, hier. Das meint er bestimmt. Ah! Okay. Bent, ich hab ihn. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Juhu, ich hab ihn. Wir haben hier Rohre. Schön. Ein Abflussrohr. Ich hoffe, was da rauskommt, ist ganz normales Wasser. Weder giftig noch radioaktiv. Alles normales Wasser. Solange der Wasserpegel nicht gesunken ist, kann ich hier nicht reinklettern. Okay. Wir wollen aber eigentlich dadurch. Abgeschlossen? Oder verbarrikadiert. Will Salvador vielleicht gar nicht, dass wir ihm folgen? Das ist manchmal etwas schwierig. Wie auch immer, wir müssen da rein. Ja, dann klettert doch durch das Rohr. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Sei vorsichtig. Okay. Oh, da bin ich ja. Oh. Interessant. Das ist eine Konsole. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Okay, ich habe ein Ventilrad. Links rum. Würde einer gefüllt werden, ne? Wollen wir mal gucken? Was? Das geht Ah, nicht mehr so. auf. Ich bin eingesperrt. Okay. Rechts rum. Das ist dann da, wo ich jetzt gerade bin. Nochmal rechts rum, bitte. Das ist er nicht, ne? Ah, okay. Cool. Ach so, dann könnten wir runter und rüber. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann müssen wir das jetzt noch mal rechts rumdrehen. Erstmal. Dann gehen wir raus. Das kann ich öffnen. Da könnte ich dann rüber gehen. Kann ich den umlegen? Komm mal da raus. Dann können wir da unten rein. Nein, das glaube ich nicht. Aber bei einem nächsten PvP-Event wird sich ja auch einiges ändern. Mal sehen, wer dann noch so. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Ah, okay. Das ist eine Schwimmbrücke. Dann gehen wir mal hoch. Nein, nein. B. Nach oben. Danke.
Und dann gehen wir da oben noch mal rein. Dann wollen wir noch mal gucken, umlegen. Ich will, dass die Brücke hochgeht. Nicht? Okay. Die will noch nicht hoch. Ach, warte. Was ist denn, wenn ich das jetzt staue? Und dann nochmal. Ja, genau. Dann komme ich da nämlich rüber. Aber ich komme noch nicht da unten hin. Wenn ich den umlege, ist er dann wieder. Bleibt die dann da? Die Brücke ist auf der Ebene eingerastet. Danke. Dann können wir da ja nochmal rein. Rechts rum. Rechts rum. Ich will mal gerade gucken, was ich dann noch habe, weil da hätte ich ja auch noch was. Aber dann komme ich da nicht mehr. Ah, warte. Ich muss erst einmal ganz rechts rum. Ich muss unten die Tür wieder zumachen. Da rein. Da runter. Die Tür schließen. Nach oben. Da rein. Dann gehen wir da rein. Und dann fluten wir mal links wieder. Und nochmal links. Dann will ich da mal rüber.